Das hier sind die elektronischen Innereien eines ferngesteuerten Autos. Und die Stromversorgung ist hier realisiert durch ein 12-Volt-Netzteil. Bei einem ferngesteuerten Auto würde dann an diesen XT30-Stecker hier ein Akkupack rankommen aus zwei oder drei Zellen in Serie, Lithium-Ionen. Und das ist hier die zentrale Komponente. Diese Dinger nennt man Drehzahlsteller. Also das Gerät wandelt den Gleichstrom, der hier oben reinkommt, in einen Dreiphasenwechselstrom um für den Dreiphasenmotor. Und das ist ein bürstenloser Motor. Das heißt, dass das einfach drei Elektromagneten sind und der Rotor in der Mitte, der sich dreht, hat gar keinen Kontakt mit dem Stator. Mit dem Rest davon, das ist einfach nur gelagert und kann sich darin frei drehen und deswegen auch sehr schnell sich drehen, ziemlich effizient und so weiter. Was aus diesem Drehzahlsteller auch noch rauskommt, ESC übrigens genannt, also diese Komponente nennt man normalerweise ESC im Fachbereich. Dann kommt hier noch so ein Schalter raus, da kann man den an- und ausmachen und hier über so ein Taster programmieren, da kann man dann einstellen, zum Beispiel, wie stark er beschleunigen soll oder bremsen soll und so weiter. Dann haben wir hier die Komponente, die die Radiosignale empfängt. Und erstmal für einen Anfänger kann diese Topologie verwirrend sein. Also durch dieses Kabel hier zwischen diesen beiden wird einerseits die 5 oder 6 Volt, ich glaube, das sind 6 Volt bei den Dingern hier. Die 6 Volt werden hier übertragen, wovon dann das hier mit 6 Volt Spannung versorgt wird. Aber es geht auch über eine andere Ader wieder zurück. Das Kontrollsignal, das dann eben dafür sorgt, dass der Motor sich dreht, also das Fahrzeug nach vorne fährt oder nach hinten. Oder bremst zum Beispiel. Und dieser Empfänger hier hat drei Kanäle. VCC heißt wohl, das ist immer, da kommen wohl immer die 6 Volt raus. Und Kanal 1 ist dann zum Lenken, links und rechts. Kanal 2 ist normalerweise eben zum Beschleunigen oder Bremsen. Da steckt dann hier das Teil drin. Und eben, wie gesagt, dadurch bekommt das Ding auch noch seine 6 Volt. Und dass das funktioniert, kann ich ja mal demonstrieren. Ich habe hier auf wundersame Weise die Möglichkeit, Radiosignale zu versenden und kann jetzt das hier nach rechts drehen lassen. Oder nach links drehen lassen. Auch relativ schnell. Und ich kann den Motor auch drehen lassen. Was nur hier ein bisschen nervig ist, ist, dass die Motordrehzahl sehr hoch ist und es ist kaum möglich, den langsam drehen zu lassen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt langsam beschleunige, dreht er sich schon ziemlich schnell. Und um zu messen, wie viel Ampere das Ganze verbraucht, habe ich hier einen Ampermeter angeschlossen. Die Stecker sind noch verkehrt rum. Das heißt also, dass die Nadel nach links ausschlägt statt nach rechts. Aber es reicht für das Gefühl. Und wenn ich jetzt leicht Gas gebe, verbrauchen wir etwa 1 Ampere. Wenn ich jetzt stärker Gas gebe, wird das dann wahrscheinlich mehr. Ja, deutlich über 2 Ampere. Und wenn ich jetzt hier lenke, also der Spaß hier, kann das mal bis zu 1 Ampere werden, kurzzeitig, aber das verbraucht insgesamt natürlich viel weniger. Jetzt muss ich mir noch einen Akkupack basteln oder bestellen, um dann das für irgendwas verwenden zu können, aber für was genau ist noch nicht klar. Wahrscheinlich macht das jemand anderes für mich.